Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Grand Ages Medieval. So, wir sind aktuell immer noch in der Kampagne unterwegs und unsere Aufgabe ist es leider immer noch, wie in der letzten Folge, drei Städte zu gründen, das haben wir getan, und insgesamt 4000 Einwohner zu bekommen, das haben wir auch gleich erfüllt. Und wir haben ein bisschen Probleme mit dem Handeln, muss ich zugeben. Das heißt, uns fällt es ein bisschen schwer, so ein bisschen Geld damit zu machen, richtig schön Geld damit zu machen. Wie gesagt, wir haben letztens eine Tour da oben gemacht, zwischen diesen drei Städten. Und da konnten wir eigentlich gar nichts absetzen. Und das Einzige, wo wir wirklich Geld mitmachen, ist mit Thessaloniki und der anderen Stadt. Das ist so ein bisschen enttäuschend. Ich habe noch keine anderen lukrativen Handelsrouten gefunden, wo ich jetzt sagen könnte, yeah, das lohnt sich. Konstantinopel dürfen wir nicht mehr handeln. Deswegen gehen wir einmal kurz nach Athen. Mit Vergnügen. Oh, das erste Mal, dass ich einen anderen Händler sehe. Fabius Erotikos. Ey, Junge! Du gehst doch jetzt wohl nicht nach Athen, oder? Ey, der fuscht in meiner Gegend rum. Wir nehmen aber alles mit, was lukrativ ist. Und wir verkaufen alles, was geht. Du machst kein Geschäft mehr hiermit, Junge. Alles unser Business. Mit Freude. So, was ist mit unserem Bautrupps? Ich hätte gern hier eine Straße, ich hätte gern hier von der Straße. Ganz toll. Ah ja, gut. Hält gar nicht so. Die Straße bauen kostet eigentlich gar nichts, oder? Die Einfahrstraße. Eine gute Wahl. So, 3500 Leute. Okay, meine Betriebe sind ausgelastet. Dann würde ich sagen, du lässt dich noch ein bisschen erweitern um eine Kohlegrube. Und hier holen wir uns noch einen Fischer an Bord. Und Salz und das. Jetzt habe ich wieder ziemlich viel Geld ausgegeben. Obwohl, den Stoff, den würde ich gerne für uns behalten. Echt?
Konstanta geht's ja echt schlecht, da müssen wir jetzt gleich mal eine Lieferung hinmachen. Wir gehen jetzt wieder zurück nach Sofia. Und kein Ding. Unseren Speer. Den können wir mal wohin schicken. So viel gelaufen. Was? So weit? In Griechenland gibt es bestimmt noch irgendwas Interessantes zu erkunden. Muss das sein? Ja, es muss sein. So viel gelaufen. Gut. Was? So weit? Da sollen wir hin? Ja, da sollt ihr hin. Warum fährt er denn immer da runter, anstatt die einfache Straße zu nehmen? Was ist echt? Oh, Fisch können wir noch ein bisschen mitnehmen. Sehr wohl. Dann einen Abstecher nach Plutopia. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es sich überhaupt lohnt, so ein Let's Play zu machen. Ich glaube, das ist beim Zuschauen kann es ein bisschen langweilig werden. Weil im Endeffekt schaut ihr mir ja nur zu, wie ich ständig dieselben Handelsrouten immer und immer und immer und immer wieder mache. Mit Vergnügen. Das glaube ich, kann das so ziemlich langweilig sein kann. Ich würde, wie gesagt, gerne etwas mehr Action reinbringen, aber es geht halt nicht. Und jetzt mehrere Händler auf Automatik stellen möchte ich eigentlich auch nicht. Mehrere Händler auf Handbetrieb stellen möchte ich auch nicht. Mit Freude. Jo. Aber unsere Einwohnerziele haben wir eh gleich erledigt, denke ich mal. So, Fisch. Wir sollten versuchen, immer den doppelten Preis zu kriegen. Von unserer Waren. Mit Freude. So, da oben ist mein Speer. Prüftot. Ja. Die Betriebe haben schon die volle Produktion aufgenommen. Wir tun uns noch so eine Ziegelei gönnen. Und da oben könnten wir noch eine Bierbrauerei gebrauchen. Und noch so eine Honigmacherei. Weil Honig gibt es auch ziemlich wenig. Hey, ich habe Kaufmann-Rang erreicht. 5 plus 5 plus 2 Räder. Ich weiß gar nicht, wo ich die Range einsehen kann. Das ist Imperium. Ah, doch hier. Aktueller Gebietsanspruch? Nee, Kaufmann. Plutopia ist richtig genial geworden. Und ihr denkt hier. 1300 Einwohner schon in der Stadt.
Diplomatie. Regionen. Gut. Oh, wir können Säbelkämpfer produzieren und Armbrustschützen. Aber ich sehe es irgendwie noch nicht. Kontrahenten, da bin ich der weiteste, oder? Oh ne. Nee. Warte mal. Mein, also das ist das, okay. Oh, wir können Holz verkaufen. Wir können unseren ganzen Fisch loswerden. Unsere ganzen Früchte. Oh, nicht unsere ganze Wolle, aber... Na! Oh, warum verkaufe ich da meine Wolle, Leute? Ach. Oh, das war jetzt echt Schmarrn. Schmarrn. Schon unterwegs. Ich finde Sinesophia auch gar nicht mal so interessant von der Produktion her. So, wir haben es erledigt. Oh. Benito Goblin hat mir den Krieg erklärt. Oh. Oh, oh. Werter Leon, ich bin sicher, Banas hatte auch in dieser Kriegserklärung seine Hand im Spiel. Ich glaube nicht, dass die Normannen im Moment große Eroberungen planen. Doch sie werden euch mit Sicherheit hier und da in Kämpfe verwickeln. Ihr solltet euch unbedingt weitere Verbündete im Süden suchen. Okay, ich bin im Krieg. Schließe Handelsbündnisse mit den Städten Izmir, Thessaloniki und Athen. Okay. Izmir? Wie komme ich denn dann über? Ach, Menno. Was? So weit? Warum machen die? Das ist ein U-Boot. Da sollen wir hin? Schiffswrack. Fünfzehntausend gefunden. Hin? Willkommen. Ich freue mich schon, euer Diplomat. Oh, was habt ihr mir zu unterbreiten? Dann bieten wir 5000 für ein Transitabkommen. Euer Verhandlungsgeschick übertrifft alles. Schade, dass wir mit denen nicht handeln können. So. Hier packen wir mal wieder einiges ein. Früchte. Getreide. Holz. Kohle. Etwas.
Mit Freude. So, Diplomatie nochmal. Was habt ihr mir zu unterbreiten? 5000 für ein Handelsabkommen. Ja, euer Angebot ist... Werter Leon, ich werde einen Agenten in eure Provinz schicken. Seine Mission ist sehr bedeutsam für die Zukunft des Reiches. Darum haltet sie unbedingt geheim. In Sofia angekommen, wird er euch neue Informationen über Banas Intrigen eröffnen. Ich vertraue darauf, dass ihr ihm sicheres Geleit und Unterkunft gewährt. Es soll nicht zu eurem Schaden sein. Okay. Mehrere Einheiten, so haben die gesagt. Laufe. Wir könnten ja mal Militär. Wir könnten ja mal Bogenschützen zum Beispiel erforschen. Was produziere ich? Guten Tag. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Wo kann ich denn jetzt meine Einheiten ausbilden? Bauhof, Depot, Kaserne. Oh, hier. Ausbau 1. So, da kommt mein Händler gerade an. Was ist gerade mein Händler? Wo ist mein Händler? Da. Oh, den können wir einiges verkaufen. Meine Kohle. Wolle. Können Fisch kaufen. Können Früchte verkaufen. Und das hier, ja. Was toll ist, wenn wir Ziegel hätten, aber gut, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Dann mal kurz in Athen vorbeischauen. Wir kommen jetzt wenigstens mal auf eine positive Bilanz, also 118.000 haben wir jetzt wieder. Vorhin waren wir mal auf 27.000 unten. Das sah nicht so toll aus. So. Da kommt mein Händler. Athen angekommen. Oh, hier können wir Holz verkaufen. Aber sonst leider nichts. Bisschen Fisch. Okay. Schade. Schon unterwegs. Bei meinen eigenen Städten brauche ich gar nicht zu gucken, die sind ziemlich gut versorgt, glaube ich. So. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir eine kurze Pause.
bevor wir dann den Agenten eskortieren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich freue mich über euer Feedback und schaltet wieder ein. Gebt mir Verbesserungsvorschläge, was ich verbessern kann an Handelsrouten. Und lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, euer Blugraum.